In diesem Video habe ich erneut einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, nämlich Bridge Muto. Ein sehr, sehr cooles Projekt, das noch ein geringes Market Cap hat, was wahrscheinlich eher daran liegt, dass es zurzeit nur auf Uniswap verfügbar ist. Und hier kommen wir auch schon direkt zu den richtig guten News, die in den nächsten Tagen bis Wochen auf die Bridge Muto Community zukommt. Das ist auch eine Ankündigung, die ich bei bevorstehenden Ereignissen, die du im Auge behalten solltest, bei meinem Wochenbericht erwähnt habe. Ich kann nicht zu allem ein Video machen, weshalb es wirklich von Vorteil ist, wenn du hier Mitglied bist. Meine Patreons erfahren davon immer als erstes und können dann viel, viel schneller reagieren, als das, wenn ich ein Video mache. Was ist denn Bridge Mutual überhaupt, wer das nicht weiß? Bridge Mutual ist eine dezentrale, diskretionäre P2P und auch P2B Versicherungsplattform, die Versicherungsschutz für Stablecoins, zentralisierte Börsen und Smart Contracts bietet. Seine Plattform ermöglicht es Benutzern, Versicherungsschutz zu bieten, über Versicherungsauszahlungen zu entscheiden und für die Teilnahme am Ökosystem entschädigt zu werden. Das ist ein sehr gutes Projekt. Wenn wir uns hier mal den Chart angucken, hier wurde es released, ist direkt mal hochgeschossen, hat sich dann eine ganze Zeit lang seitwärts bewegt. Aber wenn ihr guckt, wann denn das war, das ist gerade mal einen Monat her. Und hier wurde dann auch bekannt gegeben, dass einiges auf Bridge Mutual zukommt, kommen wir auch direkt gleich zu dieser Big News. Dann ist es auch direkt hochgeschossen von, guckt euch das mal an, 22 Millionen Market Cap, bam, auf 72 und hat sich jetzt gerade eingependelt und hat einen ganz guten Tiefpunkt bei 61 Millionen erreicht, weshalb es da wirklich, wirklich jetzt noch sehr günstig ist, bevor es dann die nächsten Tage bis Wochen explodiert. Und davon gehe ich tatsächlich aus, weil das ein echt cooles Projekt ist. Und das Team dahinter hat es echt faustdick hinter den Ohren. Es ist auch ein größeres Team. Und die sind, wie ich mich so weit erkundigen konnte, bisher wirklich sehr kompetent. Kommen wir doch mal zur Big News. Was ist denn das hier? Aha, man kann direkt am Bild erkennen, huch, Binance Smart Chain. Das Team hat mit mehreren Abteilungen von Binance gesprochen, einschließlich ihrer Binance Smart Chain Abteilung. Und die berichten da jetzt quasi in dem Artikel, wir arbeiten eng mit dem Binance Team zusammen, um a Bridge auf Binance Smart Chain so bald wie möglich zu starten. Und das ist halt genau das, was in den nächsten Tagen dann auf uns zukommen wird. Und mit der Binance Smart Chain werden dann die Tore, also Tür und Tor, für jede Menge Leute geöffnet, die einfach keine Lust haben, ganz viele Gebühren zu bezahlen auf der Ethereum-Chain. Zudem sagen die Plattform und der Code werden am 8. März 2021 offiziell zur Prüfung eingereicht. Wir haben bereits mit dem Onboarding-Prozess begonnen, damit wir so schnell wie möglich beginnen können. Bridge Mutual arbeitet mit zwei der weltweit führenden Smart Contract Audit Unternehmen zusammen. Einerseits ist das der Consus Diligence und Socio, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das sind die beiden Schlingel. Consensus prüft die Top-Projekte wie Aave und ZeroX. Und Sykio prüft Top-Projekte wie Yearn Finance und Badger DAO. Den hatte ich auch übrigens mal, Badger DAO, mega gutes Projekt. Die sagen, wir haben eine Listening-Vereinbarung mit einer Top-Tier-Börse unterzeichnet und in Kraft gesetzt und sind gerade dabei, Verhandlungen mit einigen weiteren Top-Tier-2-Börsen abzuschließen. Wir haben sehr große Neuigkeiten vor uns. Eine Partnerschaft, die alle vorherigen Ankündigungen im Vergleich winzig erscheinen lässt. Das hört sich doch richtig gut an. So wie viele weitere Integrationspartnerschaften, die darauf abzielen, den Raum zu dominieren und Bridge
zur Go-To-Coverage-Plattform im Crypto-Space zu machen. Und die besondere Enthüllung eines Schwesterprojekts, das zusammen mit Bridge Mutual entwickelt wird, das den Raum der Risikoabdeckung dauerhaft verändern wird. Große Worte, große Neuigkeiten und ich kann mir vorstellen, dass das Team das auch auf jeden Fall bringt. Ich bin kein Financial Advisor, von daher bitte macht eure eigenen Hausaufgaben zu der ganzen Geschichte. Das ist aber ein Projekt, das ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Entweder macht ihr das so, dass ihr, wenn ihr eben an dem Projekt interessiert seid, kauft, sobald es bei der Binance Smart Chain verfügbar ist, so spart ihr euch Gebühren. Oder ihr wechselt auf Uniswap und holt es euch dort direkt. Dann müsst ihr aber auch Gebühren in Kauf nehmen. Wie hoch die sind, das ist ja ziemlich zeitabhängig, tagesabhängig. Wenn ihr Glück habt, habt ihr vielleicht zwischen 20 und 30 Euro, dann kann man damit eigentlich leben, unter der Bedingung, dass man auch etwas größere Summen da reinpackt. Ne? Ansonsten wartet vielleicht auf den Binance Smart Chain Release. Da könnt ihr dann einfach ziemlich günstig einkaufen. Okay, das soll es zu dem Video gewesen sein. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, dann sichert euch und meinen Wochenreport, den ich immer meinen Patreons ausschütte, einmal die Woche. Damit hast du dann Tipps und Einblicke, die dir helfen, dein Vermögen zu vergrößern und den anderen eben voraus zu sein. Du sparst dir Stunden an Zeit, die ich dann dementsprechend damit verbringe, an Forschung und sparst dir hier kostspielige Fehler. Du erhältst die kommenden Token-Starts, wo das meiste Geld zu holen ist, die Trending-Coin-Analysen, Top-Nachrichten im Markt und die bevorstehenden Ereignisse, die du im Auge behalten solltest, damit dir der Dollar nicht entgeht, mein Freund. Okay, das soll's gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video.